Olaf Koenig, who is the owner of the printing house, told us earlier that when they invested, they had been a traditional Heidelberg printing house. And then when they wanted to investigate into LED UV, they invested in the Rapide 106 from KBA and became technological partners with KBA, with Flint Colors, Flint Group, and with AMS for making this happen. And what we are going to see here is just great. We're looking actually at what AMS own marketing material has done. So traditional feeder, you can see that everything is fine here. Also, most of you know the suction way into the printing machines. And here we have a configuration. Configuration is a six color machine with automatic color fillings up there, flying plate change. And instead of having the dispersion varnish unit, you have a UV varnish here. So by using this configuration, you can make UV drip offs, which is pretty cool. I'll show you an example afterwards. Ich habe die Druckerei immer als Einzelkämpfer aufgebaut, also ich habe alleine angefangen, habe mir dann nach und nach die besten Leute gesucht und auch gefunden, die meine Firma mit aufgebaut haben. Und ja, und ich bin jetzt, ich sag mal, einer der wenigen Druckereien, die auf einem sehr hohen Level im LED-Bereich arbeiten, also mit der LED-Technik. Na, wir hatten Erfahrung schon im UV-Bereich, also klassischen UV. Druck hatten wir 10 Jahre lang schon gearbeitet. Also wir haben Erfahrung mit allen möglichen Materialien, also auch mit nicht saugenden Materialien, mit Naturpapieren, genauso wie im Bilderdruck. Haben aber schnell feststellen müssen, dass der klassische UV-Bereich bzw. der klassische UV-Druck für uns dann nicht mehr in Frage kommt wegen der hohen Umweltbelastung erstens. Und zweitens war für uns auch der Markt nicht mehr so profitabel, dass wir halt da auf dem Gebiet weitergemacht haben. Ich habe eine Firma, die Firma Grafikteam, sitzt in Frankfurt am Main und vertreten die Firma EMS in Deutschland und das seit 2012, waren auch so die Pioniere der LED-Technik in Deutschland, ja, und das ist unser Hauptgeschäft, was wir machen. Also das System war ja neu, wir mussten erstmal ein Marketing machen, mussten Kunden suchen, die auch Interesse haben, also wir müssten einen Markt erstmal erschließen, den es zu der Zeit noch gar nicht gab. Es gab wenig Farben, gab wenig Kunden, es war unbekannt in Europa. Und diesen Markt haben wir dann angefangen 2012. 2012, als wir dieses System gesehen haben auf der Drupa, war das in Deutschland relativ unbekannt, auch in Europa unbekannt. 2013 wurde erst die erste Maschine Anfang 2013 in der Schweiz installiert, das weiß ich noch. Das war ein Ryobi. Mit einem LED-Trockner und danach fing eigentlich die Erfolgsgeschichte an, 2013, die ersten ein, zwei Installationen und der richtige Durchbruch kam eigentlich 2014, 2015 und 2016 wird das Jahr dieser Technik werden, da sind wir überzeugt, das wird auch das Thema auf der Drupa sein. LED-UV wird in aller Munde sein. Also nicht nur in, ich sage es mal, dem Bogenbereich, wo wir es hauptsächlich nachrüsten, sondern ich sehe es im Narrow-Web-Bereich, also für den Etikettenbereich, wo wir auch im Ausland mittlerweile auch Erfolge haben, in der Holzindustrie. Also in vielen Industrien wird LED heute eingesetzt und deswegen sind wir auch überzeugt, dass das erst der Anfang ist von LED. Die Idee, als ich es gesehen habe, habe ich natürlich sofort erkannt, was dort für ein Riesenmarkt ist und Riesenchancen sind in der Nachrüstung. Es ist ja viel interessanter, Nachrüstung zu machen, als jetzt nur neue Maschinen zu verkaufen und habe das sofort erkannt und da haben wir uns auch sehr stark konzentriert und haben uns da auch relativ schnell Kunden gesucht, die dafür interessant sind und ja, der Erfolg hat es dann auch gezeigt, dass es der richtige Weg war. Nur wir haben
Wir haben jetzt mit der LED-Technik, die ich ja erst ausgesucht hatte, bevor ich die Maschine bestellt hatte, weil ich wollte unbedingt eine LED-Technik im Hause haben, habe mir danach dann die Druckmaschinenhersteller gesucht, die da in dem Bereich tätig waren. Und siehe da, es waren nicht viele. Es blieb nur noch eine übrig, die tatsächlich dieses Experiment mit mir gewagt hatte. Das war dann die König und Bauer AG. Und wir sind seitdem eine sehr gute Technologiepartnerschaft eingegangen. Wir haben sehr viel gelernt, haben auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Das hat nicht nur mit der Maschine was zu tun, sondern auch mit den Farben, mit den Hilfsstoffen, die dazu nötig waren, die aufeinander hundertprozentig abgestimmt sein müssen. Und sind jetzt im LED-Bereich also deutlich der Marktführer, was Qualität anbelangt. Also konventioneller und UV-Druck unterscheiden sich schon deutlich. Also einmal von den eingesetzten Materialien, die möglich sind, im UV-Druck zu bedrucken, aber auch von der Kompliziertheit im Umgang mit der Technik. Und das hat hier auch in der ersten Zeit, als wir die normale UV-Druckmaschine hatten, schon zu sehr hohen Lerneffekten geführt. Im LED-Bereich war es dann nochmal etwas anderes, weil die Farben anders reagiert haben und wir nochmal neu lernen mussten, zumal die Materialien auch wieder andere waren. Also als wir dann Anfang 2015 begonnen haben, mit der Maschine zu arbeiten, waren die Farben halt noch nicht so weit entwickelt. Wir haben noch nicht die richtige Tiefe reingekriegt. Wir haben noch nicht konstant gute Qualität produzieren können, weil halt immer wieder irgendwelche Veränderungen in der Maschine stattgefunden haben. In Zusammenarbeit mit EMS und Flint haben wir diese Probleme schon deutlich reduzieren können. Und wir sind jetzt auf einem Niveau, also nur mal ein Beispiel zu nennen, wir drucken jetzt Schwarzflächen mit einer Dichte von 2,4. Und das war im konventionellen Bereich schon sehr, sehr schwierig hinzukriegen, geschweige denn im UV und jetzt im LED-UV halt. Ne? Also am Anfang gab es sehr wenige Farbenhersteller. Das war eine Handvoll, kann man sagen. Die kamen alle aus dem Ausland. Es kam eine deutsche. Aber auch die Entwicklung dieser Farbe war damals relativ am Anfang. Ja, man hat 2008 mal angefangen, da Farben zu entwickeln und da es keine LED-Technik kam, die auch draußen im Markt war, gab es keine Erfahrung etc. Erst durch die Installationen, die wir im Markt hatten, konnten auch die Farbenhersteller natürlich Farben testen und wir arbeiten heute mit fast allen deutschen Farbenherstellern zusammen. Wir sind auch so die Pioniere und wir werden da gerne auch ins Boot geholt, wenn es um Erfahrung geht, um Test geht etc. Weil wir, das möchte ich auch immer auch betonen, nicht mit irgendeinem Maschinenlieferanten verheiratet sind, sondern relativ neutral gesehen werden, auch gegenüber den Kunden. Und deswegen arbeiten wir mit allen Farbenherstellern zusammen. Und man kann heute nicht sagen, der eine ist besser und der andere ist schlechter. Wir sind alle auf einem ähnlichen Level. Ja, mittlerweile gibt es ja von allen Farbenherstellern, also bekannten Farbenherstellern, LED-UV-Farben. Also in allen Bereichen mittlerweile kommt ja das Thema Lacken. Das war ja auch am Anfang, ging es ja nur um Farbe zu trocknen mit LED. Heute gibt es ja viele, die auch eine Lackmaschine haben. Die möchten natürlich am liebsten dann auch alles damit machen und wollen dann auch ein bisschen in Veredelung gehen. Das heißt, heute kommen auch die Lackhersteller, die dort Lacke entwickeln für speziell LED. Die Idee, es wird nach der Drupa eine neue LEDs geben, die sogenannten Multiwave. Multiwave bedeutet einfach ein breiteres Spektrum dann, also mehr Wellen, also ein breites Spektrum. Und man will halt damit auch ein breiteres Spektrum an Farben in den Markt anbieten. Ja, das heißt, ich habe einfach mehr Möglichkeiten, auch mehr andere Farben, andere Lacke. Das ist die Idee, einfach. Man arbeitet dann mit unterschiedlichen Wellenlängenbereichen. Einerseits war es schon immer Qualität, die wir hier produzieren wollten und auch produzieren. Was dann natürlich dazu kam, war natürlich die Möglichkeit, mit dieser LED-Technologie
Innovationsführer zu werden. Und das sind wir bis jetzt. Und das ist uns gelungen. Der Kundennutzen, der kommt jetzt erst deutlicher zutage, weil wir jetzt mit der neuen, mit den neuen Möglichkeiten, die uns die Lieferanten bieten, Farben, Lacke, so drucken können, dass wir ein Glanzniveau, zum Beispiel bei den UV-Lacken haben, was dem vom Siebdruck überhaupt nicht mehr nachsteht. Also ein Glanzpunkt von 96, den wir erreichen, ist das halt fast im Siebdruck gar nicht machbar. Also wir haben schon Siebdrucklacke gesehen, die deutlich weniger geglänzt haben. Also das Inline wohlgemerkt, ne? Nasse nass. Ja, also es gibt einen sogenannten Return of Investment. Das haben wir am Anfang sehr stark gemacht. Das heißt, viele Kunden kamen zu uns und haben gesagt, wann rechnet sich so ein System? Wir machen das heute noch teilweise, dass wir den Kunden einen Return of Investment anbieten. Der Kunde gibt uns Daten aus seinem Haus, Farbenverbrauch, Lackverbrauch, Betriebsstunden, Auflagen, Makulatur, also alles fließt dort rein, sodass wir dort einen Return of Investment, wann rentiert sich das und wann habe ich das wieder erwirtschaftet. Also teilweise staunen die Kunden, wie schnell sich ein LED-System amortisiert. Wann habe ich meine Kosten draußen? Also wir sparen durch die LED-Technik natürlich Energie in Größenordnung. Also es ist so, dass wenn man sich vorstellt, so ein IR-Trockner, der hat einfach mal eine Leistung von 27.000 Watt. Und jetzt arbeitet man mit einem Trockner, der 2.000 Watt hat. Das ist schon ein Unterschied, ne? Die Farben haben sich ja mittlerweile seit 2012, man kann sagen, fast 50% der Kosten sind dann nach unten gegangen. Und das heißt also, heute redet man über ganz andere Preise als noch 2012 oder 2013, als wir angefangen haben. Und das Thema Farbe war früher ein Riesenthema. Das ist heute nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Heute geht es um Lösungen. Ja? Und ich sage auch immer den Kunden, der Farbpreis ist das eine. Aber man muss LED immer im Paket sehen. Das bedeutet, ich kann jetzt heute sagen, hier habe ich nur die Farbe, sondern wenn ich heute eine Preiskalkulation mache von einem Auftrag, dann spielt die Farbe vielleicht 3, 4, 5% eine Rolle. Und wenn ich heute natürlich eine LED-Farbe habe, die ist etwas teurer, natürlich, klar. Aber im Endeffekt, das Einsparpotenzial mit LED ist viel, viel größer als das Geld, was ich in der Farbe mehr ausgebe. Deswegen. Ja, das zum Beispiel Naturpapiere, das ist ein großes Thema bei unseren Kunden. Wir haben sehr viele Kunden im Modebereich, die ihre Lookbooks auch haptisch gerne gestalten wollen. Und dazu gehört natürlich das Material auch. Und Bilderdruck ist halt glatt, das hat keine Erlebnisse. Aber so eine gerade Naturpapiere, die haben ja die unterschiedlichsten Strukturen. Und da war es ja im konventionellen Offsetdruck immer so, dass halt auf die Naturpapiere die Farbe aufgebracht wurde, gedruckt wurde und dann nach dem Trocknungsprozess nur noch so 75% davon übrig geblieben sind, was also dazu geführt hat, dass die Farben zu Deutsch wegsaufen. Ja, und das haben wir beim LED-UV-Druck komplett nicht mehr. Die Farben bleiben oben drauf liegen. Und wir haben die gleiche Farbanmutung wie beim Andruck, auch im fertigen Produkt. Also der Kunde, der zu uns kommt und bei uns an der Maschine den Andruck abnimmt, der kann ganz sicher sein, dass er das auch tatsächlich im fertigen Produkt dann auf dem Tisch hat. Wir haben gar keine Trockenzeiten mehr. Das heißt also, es stehen keine Druckbogen rum, die noch eine Trockenzeit brauchen, um dann zum Wiederdruck zu kommen. Wir können drucken und sofort in die Verarbeitung halten. Ne? Ja. Und wohlgemerkt, was noch ein großer Vorteil ist, halt, wir verwenden kein Puder mehr. Ja, also diese Puderschlacht, diese Staub im Drucksaal, das halt auch nicht mehr. Und wenn wir schwarze Flächen drucken, zum Beispiel, haben wir auch kein Puder mehr drauf. Also diese berühmten weißen Sternchen, die dann da immer zu sehen waren, das gehört der Vergangenheit an. Also es kommt schon hin und wieder vor, dass der Kunde dann explizit darauf hinweist, er möchte nur mit LED gedruckt haben. Ja, also aus verschiedenen Gründen halt. Ja. Einmal, weil er die neue Technik ja live erleben will und zweitens auch den Umweltgedanken geschuldet.
print on plastic. You can make printed products that you have not been able to do in any traditional printing process, making it possible to make high quality, very detailed print in your traditional offset machine. I think that the result of how the LDUV looks speaks for itself. And I think that when we have now had this walkthrough in the printing house and seen the result of what they've achieved with the LDUV, we have a clear example that at least the quality is fine. Also, you can see here it's a LDUV, it's an eco-printed. So that means that they save energy on this. I think you should at least investigate if this is something that could be interesting for your printing house. I'm quite certain they want to sell one if you ask. And maybe also some competitors in the market for this kind of technology can be interesting to talk to. I'm not sure about it, but I think that the technology has proven its value, right? Wir haben heute schon viel Arbeit, aber ich sehe das auch so, dass wir sind überzeugt, dass die LED-Technik auf der Truba der große, da kommt der große Durchbruch und das wird das große Wort auch sein. LED wird in aller Munde sein und wir merken das heute schon. Also ich denke mal, ja, wir sind sehr gespannt auf die Truba, wir freuen uns auch drauf und auch auf die viele Arbeit, die wir dann hinterher haben. Viele möchte auch nochmal betonen, dass uns viele Wettbewerber, die es auch damals schon gab, nicht mit LED, sondern klassisch UV, die haben uns halt belächelt, haben gesagt, naja, das ist, ob ich schon, ich habe mal eine Firma getroffen, die haben mich gefragt, haben Sie schon eine Taschenlampe verkauft, eine LED? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich schon. Oh, funktioniert auch gar nicht. Ich sage, doch, es funktioniert und wir sind auch überzeugt. Heute lacht man nicht mehr drüber, sondern nimmt das ernst und heute gibt es ja jede Menge Wettbewerber auch, die das auch erkannt haben. Also ich denke mal, da haben wir auch auf das richtige Pferd gesetzt, wie wir in Deutschland sagen, ja.